Schwerer, schneller und länger in der Luft. Das ist die neue Parrot Bebop 2. Hallo, hier ist Jan von Curved. Ich bin heute zu Gast bei Parrot im E-Werk in Berlin, wo die neue Parrot Bebop 2 Drohne vorgestellt wird, die im Gegensatz zu ihrem Vorgänger jetzt 25 Minuten lang fliegen kann. Die Vorgänger waren so bei 10, 11, 12 Minuten. Dafür befindet sich jetzt ein Akku mit 2700 mAh hier drin. Die Maximalgeschwindigkeit der Drohne liegt bei 60 km/h in der Stunde. Also echt flott, damit kann man draußen weit fliegen. Die Steuerung normalerweise mit dem Smartphone über die FreeFlight 3 App. Die gibt es für Android und iOS. Aber es gibt auch einen Sky Controller, den man sich umschnallt, so wie man eine First-Person-Brille aufsetzen kann oder halt auch über ein Tablet sehen kann, welches Bild die Kamera erzeugt und darüber die Drohne steuern kann, dann ist die Reichweite per WLAN sogar bis zu 2 Kilometer, die man die Drohne von sich entfernt fliegen lassen kann. Über das Smartphone oder Tablet sind das, je nachdem, welches Gerät man hat, 100 bis 300 Meter und erfordert auch wirklich freies Gelände. Ja, sie bringt 500 Gramm auf die Waage, aber ist da wirklich leistungsstärker als ihr Vorgänger. Ich werde sie gleich noch mal ein bisschen ausprobieren, aber geblieben bzw. übernommen vom Vorgänger ist die 14-Megapixel-Kamera, die Full-HD-Videos aufnimmt oder halt auch Fotos, wahlweise Standardfotos durch den 180-Grad-Fischei oder durch das 180-Grad-Fischei-Objektiv kann sie ganz normale Bilder sogar nach unten aufnehmen oder halt auch die Fischei-Optik ausnutzen und Rundumaufnahmen anfertigen. Die 3-Achsen-Bildstabilisierung ist digital hier drin. Soll einfach dafür sagen, dass die Drohne sich auch von Anfängern stabil und problemlos und leicht fliegen lassen kann. Was natürlich sehr hilfreich ist, wenn man sie auch über das Smartphone steuert, weil da hat man nicht so ein Fingerspitzengefühl wie über den Sky Controller, wo man auch noch Joysticks hat. So dass Parrot hier ja nicht nur auf Profis abzielt, die damit schöne Videos aufnehmen wollen, sondern auch durchaus Einzelpersonen im Auge hat. Dazu passend hat Parrot auch die Software geöffnet, das heißt, Entwickler können noch zusätzlich Apps dafür entwickeln für die Drohne. Es gibt eine Selfie-App ist schon in Arbeit, es gibt eine Gelände-Mapping-App, also dass man die Drohne wirklich vorher auf eine abgesteckte Karte schicken kann und die dann einfach das abfliegt. Und da bin ich gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Die Rotoren sind ein bisschen größer als beim Vorgänger, in schwarz und weiß. Sie stoppen automatisch, falls die Drohne irgendwo entgegenkommt. Ebenfalls eben noch vergessen zu erwähnen, wir haben hier für die Flugsicherheit das rote Rücklicht, dass sie einfach besser zu sehen ist. Und vor allem der Akku, wenn er nach 25 Minuten leer ist, braucht er ungefähr 1 Stunde und 40 Minuten zum Aufladen. Aber er ist austauschbar. Das heißt, ihr könnt einfach mit mehreren Akkus arbeiten und so quasi dauerhaft fliegen, ohne lange Pausen zu machen. Ja, ich werde mir jetzt noch ein bisschen mit der Drohne die Zeit vertreiben und euch dann sagen, wie einfach sie zu fliegen ist oder einfach auch nicht. Weil ich habe keine große Erfahrung im Drohnensteuern, muss ich zugeben. Von daher bin ich wirklich darauf angewiesen, dass sie sich einfach und simpel fliegen lässt. Das hat Spaß gemacht. Ich bin die Bebop jetzt mit dem Tablet geflogen, also quasi den simpelsten Controller über die App. Und selbst das war einfach zu steuern. Sie ist mir kein Mal abgestürzt, was so bei so anderen Drohnen, die man mit kleinen Joysticks gesteuert hat, ständig passiert. Und ich bin kein erfahrener Drohnenpilot und die ist sauber in der Luft geflogen, war stabil. Mit so ein bisschen Übung kann ich damit, glaube ich, sehr gut fliegen. Und das nur über das Tablet, wo man über den Touchscreen steuert. Also wirklich gut, sehr schön. Also auch für Einsteiger geeignet, gut gemacht. Da bin ich echt gerade voll des Lobes. Bildqualität wird man später bewerten müssen und ja, die Drohne, die Bebop 2, gibt es ab sofort für 549 Euro zu kaufen. Das Bundle mit dem Sky Controller gibt es ab nächstes Jahr im Januar für 949 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist also ein bisschen teurer, eher was für Leute, die noch ernsthaft damit Filme drehen wollen und nicht mal nur eben ein Video.
Und ja, ich bin begeistert von der Private. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß weiterhin hier bei Curved. Und ihr dürft dieses Video natürlich gerne liken und unseren Kanal abonnieren, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Und ansonsten besucht uns auf Curved bei Facebook und den ganzen anderen Kladderadatsch. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.